Naja, besser kriegt man es nicht hin. Jetzt nur das, das Wasser ausleeren und dann ist gut. Ein Brunnen, mindestens 5 Meter tief. Okay. Können wir wieder rein? Ja. Vielleicht mal mit dieser Laura reden. Ich meine nur, wenn direkt vor ihrer Tür die Lache war. Sie ist nicht da. Ich sehe mich mal ein bisschen um. Mhm. Ah, jetzt können wir. Was? Was ist denn das? Was denn? Ihre Zeichnungen. Das ist krank. Was ist mit den Zeichnungen? Das bin ich. In einer Blutlache. Und daneben liegt ein Messer. Ach, bestimmt die Zeichnung, die Joe meinte. Das ist krank. Ja, das Messer das nehmen wir lieber nehme mit. Das nehme ich lieber mit. Ich muss sie finden. Aufgehängt. Oh Mann. Okay, die hilfsbereite Laura scheint doch ein bisschen psycho zu sein. Sie rufen. Das kommt vom Strand. Alles klar. Das heißt, wir müssen irgendwie zum Wachturm. Ach, da sind wir schon. Super. Da ist sie ja. Da oben. Auf dem Turm. Dieses verdammte Miststück. Sie ruft um Hilfe. Ich werde sie zur Rede stellen. Was schreist du denn so, Kleine? Ich sitze fest. Hilf mir runter. Warum sollte ich? Damit du mich umbringen kannst? Was? Ich war in deinem Zimmer. Ich habe die Zeichnungen gesehen. Was hast du in meinem Zimmer verloren? Woher kommt das Blut vor deiner Tür? Das fragst du mich? Du wirst nicht weit kommen. Bevor ich mich umbringen lasse... Bist du wahnsinnig? Entscheidend. Sie lügt. Ich werde... Schießen? Wir schießen beide. Ich werde sie umbringen. Nein, das wirst du nicht. Sprich weiter. Irgendwie sind es immer die Blonden von den 5, die... so aggressiv sind, irgendwie. Das bringt mich schon auf die Idee. Er hat sie doch eingesperrt, sozusagen. Sie lügt! Ich werde... Schießen? Wir schießen beide. Ich werde sie umbringen. Nein, das wirst du nicht. Sprich weiter. Mal sehen. Also richtig gedacht. Die beiden Mädchen haben gestritten. Am Strand. Dann kamst du dazu, oder? Erzähl mir davon. Erzähl mir, was du getan hast, bevor du zum Strand gingst. Da ist der Turm. Der Wachturm. Na schön, dass wir keinen Handschellen mehr für dich brauchen, Junge. Hä, der war auch da oben? Ach, ein anderer Turm, okay. Es fallen Schüsse. Schüsse? Wer schießt auf wen? Die beiden Mädchen. Seid ihr verrückt geworden? Gib das Ding her. Sie will mich umbringen. Das sehe ich. Wie ist sie darauf gekommen? Was weiß ich. Von mir aus kann sie da oben verrecken. Du hilfst ihr jetzt da runter. Und dann ist Schluss mit dem Theater. Was soll das heißen? Das erfahrt ihr früh genug. So, da wären wir. Da hinten, letzte Zelle links. Bewegt euch. Das ist nicht dein Ernst. Halt's Maul und vorwärts.
Du steckst uns doch nicht in dieselbe Zelle. Natürlich. Da könnt ihr schon überlegen, was ihr falsch gemacht habt. Okay. Ich habe die beiden eingesperrt. Und jetzt? Jetzt? Jetzt packe ich meine Sachen. Na, wie nett. Okay, du hast die Mädchen eingesperrt und dann bist du in die Küche gegangen. Woher hattest du den Schlüssel für die Zelle? Ich weiß es nicht. Hat jemand ihn dir gegeben? Ich weiß es nicht. Schon gut, hast du... Ich erinnere mich nicht. Gut, schon gut. Reg dich nicht auf. Ich gehe jetzt, okay? Wir machen Pause. Oh Mann, oh Mann. Mal schauen, vielleicht Zelle 2 wieder. Sie lügt. Ich werde... Schießen? Wir schießen beide. Ich werde sie umbringen. Nein, das wirst du nicht. Sprich weiter. Okay, das war's schon mal nicht. Mal schauen. Es fallen Schüsse. Schüsse? Wer schießt auf wen? Die beiden Mädchen. Das war's auch nicht. Okay. Ich habe die beiden eingesperrt. Und jetzt? Jetzt? Jetzt packe ich meine Sachen. Okay, das war's auch nicht. Vielleicht bei der 3. Es fallen Schüsse. Schüsse? Wer schießt auf wen? Die beiden Mädchen. Okay. Ich habe die beiden eingesperrt. Und jetzt? Jetzt? Jetzt packe ich meine Sachen. Auch nicht. Aber vielleicht hilft auch nur Regen. Mehr Zimmer hast nicht zu sagen. Mann, Mann. Hallo Mädchen. Na, wie geht es dir heute? Gehen Sie weg. Hey, das klingt besser als gestern. Schon. Es fallen Schüsse. Schüsse? Wer schießt auf wen? Die beiden Mädchen. Okay. Ich habe die beiden eingesperrt. Und jetzt? Jetzt? Okay. Ach, vielleicht muss ich Nummer 2 auch das vorspielen, was sie gesagt hat über die Blutlache. Mal schauen. Ich bin im Korridor. Da ist... Oh Gott. Ist das... Blut? Blut? Da ist eine riesige Blutlache auf dem Boden. Vor einer der Zimmertüren. Gott, woher kommt so viel Blut? Ich muss das wegmachen. Sofort. Okay, das war schon mal nicht. Ich sehe mich mal ein bisschen um. Das war jetzt echt mal kurz. Was? Was ist denn das? Was denn? Ihre Zeichnungen. Das ist krank. Was ist mit den Zeichnungen? Das bin ich. In einer Blutlache. Und daneben liegt ein Messer. Das auch nicht. Da ist sie ja. Da oben. Auf dem Turm. Dieses verdammte Miststück. Sie ruft um Hilfe. Sie lügt. Ich werde... Schießen? Wir schießen beide. Ich werde sie umbringen. Nein, das wirst du nicht. Sprich weiter. Ach, Mann. Rede, Mädel. Ich lasse sie besser erstmal in Ruhe. Ach, wie nett. Okay, somit bleibt höchstens noch 1 oder 3.
Versuchen wir mal eins. Er ist noch nicht so weit. Vielleicht bringen mich die Aufzeichnungen weiter. Ah, das heißt, irgendwie geht's dann weiter mit ihm. Ich bin im Korridor. Da ist... Oh Gott. Ist das... Blut? Blut? Da ist eine riesige Blutlache auf dem Boden. Vor einer der Zimmertüren. Gott. Woher kommt so viel Blut? Ich muss das wegmachen. Sofort. Okay, versuchen wir mal Zelle 5 wieder. Okay. Ich habe die beiden eingesperrt. Und jetzt? Jetzt? Es fallen Schüsse. Schüsse? Wer schießt auf wen? Die beiden Mädchen. Mal sehen. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, was das bringt. Es ist dunkel. Am Strand fallen Schüsse. Mädchen schreien. Wo bist du? Ich bin jetzt draußen. In einem Wald. Irgendjemand ist hinter mir. Oh je, ich erinnere mich düster. Da. Da liegt etwas. Eine Rolle Stacheldraht. Okay. Ja. Ich erinnere mich wirklich düster. Das Zeug ist messerscharf. Ich kann's nicht anfassen. Okay. Ja, ich erinnere mich dunkel an. Das wird etwas sein, was ich überhaupt nicht mag. Da ist der Eingang. Versperrt von einer Steinplatte. Ich muss das Ding irgendwie aufbekommen. Okay, so war das nicht. Der ist zu schwer. Ich müsste ihn irgendwie weghebeln. Ach, da kann man noch was angucken, mal schauen. Ah. Bingo. Dann machen wir es mal. Mit den Handschuhen könnte es gehen. Ich habe sie schon. Ja, nur leider mag ich es nicht, dass es so lose da ist. Verdammt! Was ist denn das? Ja. Leute, wenn ihr Telepower seid, oh, kommt weg. Was ist los, mein Junge? Ein Reh. In der Stacheldrahtrolle hat sich ein Reh verfangen. Kannst du es befreien? Nein. Nein, unmöglich. Ist es schwer verletzt? Es wird Stunden dauern, bis das hier verendet. Was tust du jetzt? Es gibt nur eins, was ich tun kann. Nein, das kann ich nicht. Doch, du musst es tun. Ja, weil es besonders fies ist, müssen wir noch die Nahaufnahmen. Oh nein. Mensch. Ich hab selber die Augen zu. Oh. Mach's einfach, Mann. Ehrlich, liebe Entwickler. Musste das wirklich notwendig ich sein? Ich hab's getan. So schnell weg. Gott. Bloß weg hier. Ja. Da. Da ist jemand. Wer? Wer ist da? Ich sag's ja. Musste das sein?
Aber hey. Die beschissenste Szene des Spiels haben wir wenigstens jetzt hinter uns. Gott. Bloß weg hier. Da. Da ist jemand. Wer? Wer ist da? Mal sehen. Ja, das bisschen soll schon helfen, oder was? Ich habe dir eben eine Aufnahme vorgespielt, die im Wald stattfand. Dort warst du auch, nicht wahr? Ja. Erinnere dich zurück. Was geschah vorher? Wo warst du? In einem Keller, glaube ich. Ich bin in einem Keller. Da ist eine Stahltür. Da oben sind alle verrückt geworden. Ich muss versuchen, Hilfe zu holen. Ich höre irgendein Rauschen. Klingt, als käme es von Wasserrohren. Aha. Ein Codeschloss. Ich muss diese Tür aufbekommen. Du weißt, was hinter der Tür ist. Ich muss Hilfe holen. Ich muss da rein. Okay. Jetzt. Wäre es ein bisschen hilfreich. Ah ja, ein Lichtschalter. Danke. Ah, na gut. So. Jetzt sieht man auch gleich viel mehr. Es flackert. Sieht aus, als ob der Stromkreis gestört wäre. Ja. Na gut. Okay. Okay. Okay, wir müssen es wohl noch irgendwie reparieren oder so. Kann ich da hoch? Nein. Ich muss versuchen, diese Tür aufzubekommen. Ach, bestimmt muss man dann... Wir gucken dann Licht ausmachen.